Hallo Freunde, 100 Abonnenten, es ist mal wieder soweit. Ich red nicht lang drum rum, ich habe mir etwas überlegt und zwar 100 Abonnenten, 100 Fakten zu Pausenclaus. Ich habe jetzt über mehrere Tage ganz viele Stunden an diesem Special gearbeitet und hoffe, es gefällt euch irgendwie. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und schon geht's los. 100 Abos, 100 Fakten. Mein erstes Videospiel, das ich gespielt habe, war Winter Games auf dem C64. Mein erstes eigenes Videospielgerät war ein C64. Ich hatte nie einen Gameboy. Meine erste Konsole war ein Super Nintendo Entertainment System. Ich habe immer noch folgende Konsolen: Super Nintendo, N64, GameCube, Wii, PS1, PS2, PS3. Der einzige Grund, warum ich noch ein N64 habe, ist das Spiel GoldenEye, bei dem ich alle Cheats freigespielt habe. Ich habe noch nie auf einer Xbox gespielt. Mein erster eigener PC war ein Siemens Nixdorf Pentium 2 400 MHz. Mein erstes PC-Spiel, das ich gespielt habe, war Diablo 1 mit dem Add-on Hellfire. Fresh meat. Ich bin immer noch stolzer Besitzer einer 3DFX Voodoo 5 5500. Shame on Nvidia. Mein erstes Buch, was ich gelesen habe, war aus der Reihe Die Schwarze 7 von Enid Blyton. Als Kind habe ich gerne Yps-Hefte und das lustige Taschenbuch gelesen. Ich lese keine Zeitung als Printausgabe. Mein letztes Buch war Verwesung von Simon Beckett. Ich lese viel und alles, was mich interessiert, in der Regel online. Ich besitze keinen E-Book-Reader. Bücher lese ich ausschließlich in gedruckter Form. Ich habe noch nie ein Marvel-Comic gelesen. Ich lese immer die Bedienungsanleitung. Ich hasse lange Texte in Videospielen. Meinen ersten Fernseher habe ich mir von meinem Kommunionsgeld gekauft. Ich mag keine Horror-Games. Ich war als Kind großer Fan der He-Man-Serie. Und die Meister des Universums. Ich finde die alten 2D-Super Mario-Spiele deutlich besser als die 3D-Umsetzungen der letzten Zeit. Ich liebe Sitcoms wie Cheers, Frasier, Seinfeld und Becker. Ehrlich, ich versuche seit einer halben Stunde mein Essen runterzubringen. Und das ist wirklich nicht einfach, wenn ich dir beim Essen zusehen muss. Ich meine, hast du keine Manieren? Sieh dich doch mal an, es ist nicht zu fassen. Du hast mehr Spaghetti in deinen Haaren als auf deinem Teller. Widerlicher Dreckbeutel. Ich bin ein Fan von Silent-Spielen wie Splinter Cell und Metal Gear Solid. Mein meistgesehener Film ist... Ich habe eine Wassermelone getragen. Mein Liebling gehört zu mir, ist das klar? Dirty Dancing. Ich habe seit mehreren Jahren nicht mehr klassisch ferngesehen. Der schlechteste Film, den ich im Kino gesehen habe, war Mafia, eine Nudel macht noch keine Spaghetti. Chucky! Watch this. Ah! Boogie, boogie, boogie! Der beste Film, den ich im Kino gesehen habe, True Lies. Mein erster Film auf VHS, 9,5 Wochen. Mein letzter Film auf Blu-ray, Casino Royale. Den ersten Film ab 18, den ich gesehen habe, Bruce Lee, der Mann mit der Todeskralle, im Alter von 6 Jahren. Mein Lieblings-Martial-Arts-Schauspieler, Jackie Chan. Mein Lieblings-Action-Schauspieler, Jason Statham. Mein Lieblingskomödienschauspieler Simon Pegg. Mein lustigster Film aller Zeiten, Das Leben des Brian. Always look on the bright side of life. Mein traurigster Film aller Zeiten, The Green Mile. Ich habe über 200 Originalfilme auf DVD oder Blu-ray. Die coolste Actionkomödie aller Zeiten, Mission Adler, der starke Arm der Götter. Unerschöpflich und er hat jede Situation voll im Griff. Ich besitze eine kleine Sammlung der besten Bud Spencer und Terence Hill Filme. Der beste Bud Spencer und Terence Hill Film, 2 wie Pech und Schwefel. Nein!
Mein Lieblingszitat aus Film und Fernsehen: Der schwarze Ritter triumphiert immer. Ich bin 1,89 Meter groß. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin Jungfrau. Ich bin Einzelkind. Ich bin ausgebildeter Anwendungsentwickler. Ich habe seit 10 Jahren nicht mehr programmiert. Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer. Mein Motorrad ist eine Suzuki Bandit 1250. Ich habe eine Hündin. Ich bin verheiratet. Ich habe keine Kinder. Ich habe ein Windows Phone. Ich liebe Schnee. Mein Abi-Durchschnitt liegt bei 3,6. Ich habe meinen Motorradführerschein 6 Monate vor meinem Autoführerschein gemacht. Mein erstes Auto war ein Seat Ibiza Baujahr 1989. Mein erstes Mal hatte ich mit 13. Ich liebe deftiges Essen. Mein Lieblingsobst sind Erdbeeren und Ananas. Ich bin süchtig nach Red Bull. Ich wollte mal Zweiradmechaniker werden. Danach wollte ich Steuerfachangestellter werden. Jetzt bin ich ein IT-Nerd. Meine Lieblingsband ist Die Ärzte. Ich war schon immer ein Rebell. Ich finde Prinzipien wichtig. Meinungsfreiheit ist eines meiner wichtigsten Prinzipien. Ich lege viel Wert auf Individualität. Ich hasse Unterdrückung in jeglicher Form. Ich finde autoritäre Führungsstile veraltet. Kritik sollte immer konstruktiv sein. Kritik darf aber auch emotional sein. Die schlimmste Errungenschaft der Menschheit ist der Fortschritt. Die beste Errungenschaft der Menschheit ist der Fortschritt. Mein größtes Urlaubsziel ist die Osterinsel. Ich trinke gerne Sambuca. Ich mag Sarkasmus und Ironie. Ich finde Hater überflüssig. Daumen runter ohne Kritik sind nutzlos. 25 Mal Werbung in einem 10-Minuten-Video ist nervig. Ich benutze keinen Adblocker auf YouTube. Mein erstes Abo auf YouTube ging an Ungefilmt. Mein letztes Abo auf YouTube ging an Route.de. Ich halte nichts von Sub for Sub. Ich habe 362 Videos in meinen Playlists. Ich habe 689 positive Bewertungen auf meinen Videos. Ich habe 9 negative Bewertungen auf meinen Videos. Zu meinen Videos gibt es 3649 Kommentare. Meine Videos wurden bisher 6662 Mal aufgerufen. Im Schnitt wurde jedes meiner Videos 115 Minuten geschaut. Wenn ich in die Vergangenheit reisen könnte, würde ich einmal Dinosaurier beobachten wollen. Wenn ich in die Zukunft reisen könnte, würde ich 500 Jahre weit reisen, um zu sehen, ob es denn jetzt endlich Hoverboards gibt. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir ewiges Leben für mich und meine Frau wünschen, damit wir gemeinsam die Welt stetig verbessern können. Ich glaube, dass wir nicht die einzigen Lebewesen im Universum sind. Wenn ich mir die Kräfte eines Superhelden aussuchen dürfte, dann würde ich die Kräfte von Superman nehmen. Fliegen und Röntgenblick. Hallo? Wenn ich wiedergeboren werde, wäre ich gerne ein Wal. Ich bin euch dankbar für jede Minute, die ich bisher mit euch verbringen durfte. Und das waren die 100 Fakten zu Pausenklaus. Ja, was bleibt mir zu sagen? Ich kann nur noch mal sagen, ich bin sehr überwältigt. Manche mögen jetzt meinen 100 Abonnenten, das ist ja ein Witz. Aber mir bedeutet das schon relativ viel. Mittlerweile sind es auch 105 Abonnenten, da ich doch relativ lange für dieses Video gebraucht habe. Und tja, es ist einfach schön. Das kann man nicht anders ausdrücken. Ja, ich sag's nochmal in Worten. Ich bedanke mich wirklich für alles, was bisher passiert ist. Ich werde so weitermachen wie bisher. Es wird ein paar Neuerungen geben, es wird ein paar Änderungen geben, mit Sicherheit. Stillstand ist Fortschritt. Hä? Nee. Rückschritt ist Stillstand. Stillstand ist Rückschritt. Ihr wisst schon. Ja. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer danke, vielen Dank, vielen, vielen Dank für die treuen Zuschauer, für die neuen Zuschauer, die dazugekommen sind und für alle neuen Zuschauer, die noch kommen werden, hoffentlich. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr bei meinen Let's Play-Videos wieder dabei seid und wünsche noch einen schönen Abend bzw. eine gute Nacht. Wir haben 4.43 Uhr morgens am, ich glaube, es ist Donnerstag. Ja. Und ja, sag einfach bis zum nächsten Mal. Ciao!